Ich würde jetzt gerne mit Ihnen die folgende Frage klären. Ist toll, wirklich toll. Also, was ich von Ihnen eigentlich gerne wüsste, ist, was vermissen Sie bei dieser Sprache? Und dann sollten wir auch mal darüber reden, inwieweit das wirklich jetzt was ist, was fehlt, oder ob das nur was ist, was Sie von anderen Programmiersprachen können und da ganz bequem finden. Also vielleicht fangen wir erstmal an, so ein bisschen zu sammeln. Ich mache hier einfach mal eine kleine Liste, ohne dass wir da jetzt im Detail drüber reden. Und Sie schlagen mir so ein paar Dinge vor, von denen Sie aus Ihrer Erfahrung mit Java und Python und Ruby und was Sie alles kennen, sagen, das ist da ganz schön und hier gibt es das leider nicht. Ja. Libraries. Libraries. Ja. Methoden. Ja. Nette kleine Sonderfunktionen wie Modulo oder NordPy. Ja, ich Oder schreibe. irgendwelche Operatoren. Also ich schreibe mal weitere Operatoren vielleicht dazu. Also das könnte sowas sein wie Modulo oder Pi oder dat. So, ja. Das ist ja ziemlich wenig. Ich wusste ja, dass die Sprache toll ist, aber. Also mir würden schon noch so ein paar Dinge einfallen, die ich gerne hätte, aber okay. Sie sind wunschlos glücklich. Ja? Klassen vielleicht. Klassen? Sinnvoller Compiler, der mir entzifferbare Fehlermeldungen gibt. Ich schreibe mal besseres IDE vielleicht. Ist das okay? Ja. Also bessere Fehlermeldungen und so weiter, ja. Oder selbst Fehlermeldungen, Exceptions schreiben. Sowas in der Art wie bei Java. Dann würde man ja auch sowas haben wie Try, Catch und so weiter, ne? Strings vielleicht? Kann manchmal schon ganz praktisch sein, oder? Also Methoden hatten Sie ja schon gesagt. Wenn man, also ich würde mal ganz allgemein sagen, Methoden, Funktionen, sowas in der Art. Ich würde vielleicht nochmal hier in Klammer dazu schreiben, ich hätte sowas auch gerne rekursiv, weil das ja nicht unbedingt selbstverständlich ist. In manchen Sprachen gibt es das nicht. Zum Beispiel in Toll. Aber auch woanders gibt es das nicht unbedingt. Was ist denn mit weitere Datentypen? Sowas wie zum Beispiel Hashtables oder so. Wäre doch auch ganz schön, oder? Listen, was man sich noch so vorstellen kann. Noch irgendwas? Wenn ich das jetzt hätte, dann hätte ich eine völlig ausgewachsene Programmiersprache, würde ich sagen. Ne? Ja, ich wollte diese Liste mit Ihnen eigentlich mal zusammenstellen, damit wir uns bei den ganzen einzelnen Punkten mal überlegen können, ob man das wirklich braucht, hatte ich ja schon gesagt, oder ob das nur Convenience ist, ob das nur Bequemlichkeit ist, ob man das nicht zur Not auch irgendwie sich selbst hätte bauen können. Und Sie ahnen schon, worauf es hinausgeht, wovon ich Sie eigentlich überzeugen möchte, zumindest von einem theoretischen Standpunkt her.
ist, dass in so einer Sprache wie Toll eigentlich im Prinzip alles drin ist, was sie brauchen. Und dass all diese anderen Sachen, die wir hier jetzt aufgeführt haben, die natürlich schon schön zu haben sind und die ich auch gerne hätte in einer vernünftigen Programmiersprache, dass die eigentlich Luxus sind. Ich will Sie jetzt nicht davon überzeugen, dass Sie in Zukunft nur noch in Toll-Programme schreiben, Gott bewahre. Ich möchte nur, dass wir uns gemeinsam überlegen, dass man das zur Not könnte. Und vielleicht fangen wir mal, wir müssen das jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge abarbeiten, vielleicht fangen wir mal hier an der Stelle an bei dem Punkt besseres IDE. Das ist, glaube ich, eine Sache, wo wir uns am ehesten einigen können, dass man da auch ohne kann. Ne? Also das ist ja wirklich so ein externer Faktor. Behalten Sie immer im Kopf, worum es uns hier geht, ist jetzt nicht ein Wettbewerb, was ist die schönste Programmiersprache, sondern wir wollen ja überlegen im Zuge der theoretischen Informatik, was muss ich quasi als Modell eines Computers mir vorstellen, wenn ich den runterkoche auf die essentiellen Dinge und was kann ich mir auch sparen. Ja? Und es stellt sich dann schon raus, das werden Sie sehen, dass es eine gute Idee ist, eine möglichst einfache Programmiersprache zu haben. Je mehr in dieser Programmiersprache drin ist, desto schwieriger wird es, über diese Programmiersprache nachzudenken. Wir wollen ja eigentlich gar nicht Dinge programmieren, sondern wir wollen über diese Programmiersprache nachdenken, die sowas wie ein Prototyp sein soll. Darum ist es besser, wenn wir unnötigen Ballast über Bord werfen, aber nur nachdem wir uns überzeugt haben, dass wir das wirklich nicht brauchen, dass es wirklich unnötiger Ballast ist. Also besseres IDE wäre toll, aber das sparen wir uns mal. Wir fangen mal mit einfachen Dingen an, Strings. Das war ja auch nicht von Ihnen vorgeschlagen, sondern von mir. Herr Druck, Sie schütteln den Kopf, warum braucht man keine Strings? String ist ein Array von Chars und statt Chars kann man Int nehmen, wenn man Int Array. Genau. Also Strings, das wissen Sie ja aus der Informatikvorlesung, sind ja intern auch nur Zahlen. Also wenn Sie wirklich sowas machen wollen wie Strings eingeben, Strings ausgeben, können Sie theoretisch in Ihrem Programm irgendwo so eine kleine ASCII- oder Unicode-Tabelle versteckt haben und die Übersetzung zwischen Zahlen und Strings und wieder zurück machen. Also Strings sind natürlich schon eine tolle Sache, dass es sowas gibt und dass wir sowas ausgeben können, aber eigentlich kann man das auch sich selbst bauen, wenn man es unbedingt braucht. Dann will ich mal ganz fix auf den Punkt Libraries eingehen. Ich würde sagen, Libraries heißt einfach, jemand anders hat schon Code für Sie geschrieben und Sie können den benutzen. Und wenn dieser andere den Code nicht für Sie geschrieben hat, dann schreiben Sie ihn halt selbst. Oder haben Sie mit Libraries was ganz anderes gemeint? Dann müssten wir das doch hier drin lassen. Gut, also dann, klar ist natürlich, dass es ja viel Programmieren besteht daraus, dass man erstmal guckt, gibt es das nicht schon? Gibt es nicht irgendeine TCP/IP-Library und was auch immer? Aber wenn es das nicht gäbe, irgendjemand hat es ja mal programmiert, dann könnten wir es ja hoffentlich auch machen. Also streiche ich Libraries mal durch, ist bequem, aber braucht man nicht. Dann reden wir mal über weitere Operatoren. Ich glaube, auch da sind wir uns einig, dass man das eigentlich, das, was es noch so gibt, Modulo und Potenz und das, was in so einer Mathe-Library drin ist, kann man zur Not auch selbst machen. Sie haben ja eben an einem Beispiel gesehen, wie man die Exponentialfunktion schreiben kann. Und vielleicht wissen Sie aus Mathe noch, wenn Sie die haben, dann haben Sie noch ganz viel mehr. Die ist der Schlüssel zu vielen anderen Funktionen. Und für im Prinzip alles, was außer den vier Grundrechenarten nötig ist, kann man irgendwelche Näherungsformeln angeben. Darum muss ich auch hier sagen, es wäre schön, wenn wir das alles hätten, aber wir können das zur Not auch selbst programmieren. Weitere Operatoren, weg damit. Was ist mit Klassen? Ja. Lässt sich zum Beispiel bei Goto mit erledigen, also braucht man nicht zwingend. Also, es wird jetzt bei diesen Sachen, die wir hier haben, bei Methoden und Funktionen, insbesondere bei rekursiven Funktionen, bei Klassen, Exceptions und weiteren Datentypen, wird es eventuell ein bisschen schwieriger, sich das vorzustellen, wie man sowas bauen könnte, wenn man es nicht schon hat in der Sprache. Und je nachdem, welche Programmiersprache Sie haben, und Toll ist ja nun wirklich nicht so wahnsinnig komfortabel, kann das schon sehr schwierig werden. Faktisch ist es aber so, dass man das alles tatsächlich bauen kann. Bei einigen von diesen Dingen werden wir uns wirklich mal in den Hausübungen oder auch in der Vorlesung überlegen, wie man sowas machen könnte. Es gibt zum Beispiel eine Hausübung, wo wir uns überlegen, wie man sowas wie rekursive Funktionen nachbauen könnte, wenn man sie nicht hätte. Und wir werden uns auch in einer anderen Hausübung überlegen, wie man zum Beispiel Arrays bauen könnte, wenn man keine Arrays in Toll hätte.
Also das mit anderen Worten, man könnte sogar auf die Arrays verzichten. Ich will Ihnen aber versuchen, ein ganz simples Argument zu geben, warum diese ganzen Sachen nicht wirklich notwendig sind. Was passiert denn, wenn Sie ein Programm schreiben in Java oder C oder C++, das all diese Dinge hat? Das wird von dem Compiler übersetzt in Maschinensprache. Und Maschinensprache hat diese Dinge alle nicht. Ja? Also offensichtlich ist es möglich, von einer Programmiersprache, die diese ganzen tollen Sachen hat, zu übersetzen in eine Programmiersprache, die diese ganzen Sachen alle nicht hat und die trotzdem dasselbe tun kann. Das ist ein ziemlich gutes Totschlagargument. Wir hätten diese ganzen Sachen mit toll eigentlich nicht machen müssen und ich hätte eigentlich gleich von vornherein mit Ihnen Maschinensprache programmieren können. Denn wir wissen ja eigentlich alle aus der Informatikvorlesung, dass das, was in einem Computer abläuft, im Endeffekt immer in der Maschinensprache des Prozessors abläuft. Sie können sogar sagen, im Microcode des Prozessors abläuft. Wenn Sie also sich darüber Gedanken machen wollen, was ein Computer eigentlich tut, dann brauchen Sie gar nicht über sowas nachzudenken wie Java oder C oder irgendwelche Hochsprachen, sondern Sie können eigentlich darüber nachdenken, was kann ich mit Maschinensprache machen. Der ganze Rest ist Kür. Weil es aber leichter ist, über sowas nachzudenken, denke ich, ist es eine ganz gute Idee, sowas wie toll sich mal anzuschauen und sich zu überlegen, und das werden wir noch tun, wie kann ich so eine Sprache noch weiter runterkochen, bis irgendwann gar nichts mehr übrig bleibt. Also das Ziel wird sein, wir werden nächste Woche anfangen zu arbeiten mit Turing-Maschinen, und Turing-Maschinen sind sowas wie eine extrem primitive Art, in Maschinensprache zu programmieren. Wirklich extrem primitiv werden Sie dann sehen. Also noch viel einfacher als die echte Maschinensprache von einfachen Prozessoren. Und dann werden wir sehen, dafür werden wir vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, wie man zum Beispiel aus den Toll-Programmen, die wir bisher geschrieben haben, Programme machen kann, die auf Turing-Maschinen laufen. Und tatsächlich wirklich für echte Programme das auch mal machen. Und der Schritt, der dann noch fehlt, da habe ich ja jetzt versucht, so ein bisschen drüber hinwegzugehen, aber ich hoffe, dass ich Sie so ein bisschen überzeugen konnte, ist, wie könnte ich jetzt zum Beispiel ein Programm, was ich wirklich selbst geschrieben habe, zum Beispiel in Java, übersetzen in ein Programm, zum Beispiel erstmal für den Toll-Interpreter und das wiederum für eine Turing-Maschine. Aber ich appelliere da so ein bisschen an Ihre Erfahrung mit Computern. Im Endeffekt wissen Sie alle, dass da sowieso alles in Maschinensprache läuft. Also darum sollte das jetzt hoffentlich nicht so viel Überzeugungsarbeit erfordern. Gut, also das ist die Grundidee, die Sie im Kopf behalten sollten, ist, wir werden jetzt erstmal eine Zeit lang diese Sprache Toll als unser Modell dafür nehmen, wie Computer funktionieren. Das ist der nächste Schritt. Ja? Also wir haben uns jetzt sozusagen darauf geeinigt, oder ich habe mich für Sie geeinigt, dass Toll ausreichend ist, um zu beschreiben, was Computer tun. Und Sie können aber im Hinterkopf sich auch immer vorstellen, dass Sie das statt in Toll zum Beispiel in Ihrer Lieblingsprogrammiersprache geschrieben hätten, weil es nicht wirklich einen substanziellen Unterschied dafür gibt.